Wir sind beim nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um zwei Anträge und einen Gesetzentwurf der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Alle drei Vorlagen beschäftigen sich mit Covid-19-Maßnahmen. Beispielsweise will die AfD-Fraktion, dass Impfungen bei Minderjährigen, Covid-19-Impfungen wohlgemerkt, ausgesetzt werden. Sie möchte eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, nämlich dass Masken nur noch freiwillig getragen werden müssen. Und sie fordert in einem Antrag die Bundesregierung auf, eine Rechtsverordnung zu erlassen, die die Maskenpflicht aussetzt. Also alles drei rund um das Thema Covid-19. Teilweise ist das in einzelnen Bundesländern schon erfolgt, was die Maskenpflicht beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr angeht. Aber die AfD-Fraktion möchte es genereller und die Aussprache wird in diesem Moment eröffnet. Erste Rednerin ist Christina Baum. Sie ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in wenigen Tagen werden wir wieder Weihnachten feiern. Das Fest, das Sie den Menschen in den vergangenen zwei Jahren am liebsten verboten hätten. Das Fest, das viele ein letztes Mal erlebten, in Einsamkeit. Und danach, um danach einsam zu sterben und einsam beerdigt zu werden. Dieses Bild steht stellvertretend für das ganze Leid, das Sie den Menschen in diesen zwei Jahren angetan haben. Die von Ihnen beschlossenen Zwangsmaßnahmen haben so unglaublich viel Tränen und Schmerz über unser Land gebracht, dass diese Zeit niemand vergessen wird. Kinder wurden unter Masken gezwungen und von ihren Schulkameraden getrennt in eine Ecke gesetzt. Sie mussten am offenen Fenster frieren, nur weil sie aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen konnten. Unter Schmerzen wurden ihnen die Teststäbchen in die Nase geschoben und jedes Mal schlug ihr Puls schneller, aus Angst vor einem positiven Ergebnis mit anschließender Isolation. Eine Mutter schrieb allen Abgeordneten, dass ihre Tochter morgens gar nicht mehr aufwachen wolle, weil die Schule die Hölle sei. So wie es meine Kollegen im Landtag kalt gelassen hat, hat auch sie im Bundestag das Leid der Menschen nicht erreicht. Und so wie sie bei diesen Maßnahmen falsch lagen, liegen sie auch mit ihrer Impfverherrlichung falsch. Aus dem verniedlichenden kleinen Pieks, der einen jahrelangen vollen Schutz ohne Nebenwirkung garantieren sollte, wurde eine Injektion, die weder den Fremd- noch den Eigenschutz noch einen Schutz vor einem schweren Verlauf garantiert. Dafür aber schwerwiegende Nebenwirkungen bis hin zum Tod mit sich bringen kann. Ich zitiere Dr. Beate Jäger, Internistin, aus einem ZDF-Bericht vom 4.12.2022. Ich habe hier Kinder behandelt, die konnten nicht mehr den Kopf heben. Sie konnten nicht sprechen. Ich habe gestern die Mutter eines Mädchens gesehen, das seit 8 Monaten die Decke anstarrt und gefüttert werden muss, die vorher völlig gesund war. Zitat Ende. Das sind nur wenige Fälle von zigtausenden, die völlig unnötig geimpft wurden, weil für sie Corona niemals ein Risiko dargestellt hätte. Sie alle hier, von ganz links bis zur CDU, sind dafür verantwortlich. Für das, was geschehen ist und auch für das, was immer noch geschieht. Um weiteren Schaden abzuwenden, bitte ich Sie deshalb eindringlich, entschädigen und rehabilitieren Sie die Opfer und schützen Sie unsere Kinder, indem Sie dieses gefährliche Impfexperiment endgültig beenden. Und hören Sie auch mit diesem Maskenwahnsinn auf. Ich zitiere Florian Hoffmann, Oberarzt auf einer Kinderintensivstation in München. In vielen deutschen Kinderkliniken herrschen derzeit Zustände, welche an die dritte Welt erinnern. Die Stationen sind brechend voll und Eltern mit schwerkranken Kindern müssen teilweise auf Pritschen in der Notaufnahme nächtigen. Zitat Ende. Verantwortlich für das gehäufte Auftreten von schweren RSV-Fällen sind laut Hoffmann und anderen Medizinern Maskenzwang, Kitaschließungen und Kontaktverbote. Jeder einzelne von Ihnen sollte sich wirklich sehr genau überlegen, ob er weitere Schuld auf sich laden möchte. Stimmen Sie unseren Anträgen zu. Das wäre ein Anfang. Vielen Dank.
Die Sicht von Christina Baum auf die aktuelle Covid-19-Lage, insbesondere im Hinblick auf kranke Kinder. Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Nezahat Varadhari aus der SPD-Fraktion. Sie ist übrigens Ärztin von Beruf auch. Christina Baum, die eben gesprochen hat, ist Zahnärztin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Täglich grüßt das Murmeltier. Wieder einmal dürfen wir uns heute mit einem Antrag der AfD beschäftigen, der jeglicher Grundlage entbehrt und allein das Ziel hat, die Bevölkerung zu verunsichern und ihre Gesundheit zu schädigen. Man kann das inzwischen nicht mehr als verantwortungslos bezeichnen, sondern nur noch als bewusst destruktiv. Heute auf dem Menü ist ein raunender Antrag versehen mit ein paar Fußnoten von überwiegend etablierten Organisationen, die dem Ganzen einen Anschein von Wissenschaftlichkeit verleihen sollen. Zwar bringen sie teils die richtigen Quellen an, aber verkehren deren Inhalt für ihre eingeschränkte Sicht der Dinge vollkommen. Nun wollen sie also die Kinder die Impfung von Kindern aussetzen. Mal ganz abgesehen davon, dass es in Ihrer Fraktion gänzlich an der medizinischen Expertise mangelt, um solche Forderungen aufzustellen zu können, mangelt es Ihnen offensichtlich obendrein auch noch an der politischen. Es gibt in Deutschland aus guten Gründen eine ständige Impfkommission, STIKO genannt, die damit befasst ist, zu beschließen, welche Impfungen in Deutschland für welche Altersgruppe empfohlen werden. Es ist nicht die Aufgabe dieses Hauses, an der STIKO vorbei solche Entscheidungen zu treffen oder auch sie nur zu bewerten. Es geht Ihnen nicht um die Kinder. Ging es Ihnen um die Kinder, hätten Sie sich einmal ernsthaft mit den Ergebnissen der Studien zu Covid-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Erst einmal, ja, das Risiko bei Kindern und Jugendlichen, schwer an Covid zu erkranken, ist im Vergleich zu Erwachsenen deutlich geringer. Das bestreitet niemand ernsthaft. Die Krankheitsbelastung nahm mit den verschiedenen Varianten des Coronavirus ab. Aber es gibt Kinder mit Behinderung und chronischen Erkrankungen, die daran weiterhin ernsthaft erkranken können. Laut Markus Hufnagel, pädiatrischer Infektiologe im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Freiburg, wird, jetzt aufpassen bitte, durch die Lockerung der Maßnahmen mit mehr betroffenen Kindern mit meist diffusen und länger anhaltenden gesundheitlichen Problemen sogar gerechnet. Studien in Children's Hospitals in Texas und Philadelphia zeigten, dass es durch das sogenannte postinflammatorische Syndrom bei Kindern schwere Entzündungen an Gefäßen und Geweben gibt, die mit Herz-Kreislauf-Kollaps und Mikrothrombosen mit tödlichem Ausgang. Deutsche Mediziner nehmen die mögliche Gefahr von Covid-19-Langzeitfolgen für Kinder und Jugendliche ebenfalls sehr ernst. Für die Studie Augsburg Plus am Klinikum Augsburg sollen ca. 500 Kinder, Mädchen und Jungen aus Kindergärten, Schulen und weiterführenden Schulen mehrfach getestet und begleitet werden. All das sind Fakten, die es ernst zu nehmen gilt. Deswegen hat die STIKO es sich auch nicht leicht gemacht und sehr vorsichtig agiert. Denn erst wurde die Impfung nur Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren mit Vorerkrankungen empfohlen. Bei einer Rate von postvakzinaler Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, mit einer Häufigkeit von maximal 69 Fällen auf 1 Million Impfdosen bei männlichen Jugendlichen und maximal 10 Fällen bei weiblichen Jugendlichen erfolgte erst im August 2021 die allgemeine Impfempfehlung für diese Altersgruppe. Seit Januar 2022 wird auch eine Auffrischimpfung empfohlen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind nicht in Stein gemeißelt. Die Kommission evaluiert ihre eigene Impfempfehlung ständig und reagiert auf neue Studien und Entwicklungen. Darauf vertrauen die Menschen in Deutschland und darauf können auch Sie vertrauen.
Dieses Vertrauen haben wir im Parlament nicht zu untergraben, auch wenn wir uns vielleicht manchmal gewünscht hätten, dass diese schwierige Arbeit schneller vonstatten geht. Aber Gründlichkeit kommt vor Schnelligkeit. Am meisten Sorgen macht mir aber der Gedanke daran, was Ihre pseudowissenschaftlichen Anträge und Veröffentlichungen draußen in der realen Welt anrichten können. Schon jetzt hat die Pandemie bei verschiedenen Impfungen dazu geführt, dass die Impfquote bei den Jüngsten zurückgegangen sind. Der DAK Kinder- und Jugendreport 2022 zeigt sinkende Impfquoten, vor allem bei der Gesamtimpfung und Auffrischimpfung gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung, aber auch bei der Impfung gegen HPV, der weltweit zweiten Impfung gegen Krebs. Speziell gegen Gebärmutterhalskrebs und Peniskrebs sind die Zahlen zurückgegangen und alarmierend. Ihr ursachliches und unwissenschaftliches Vorgehen gegen die Covid-Impfung wärmt alte Ressentiments gegen Impfung im Allgemeinen auf zu einem Zeitpunkt, als wir bei vielen Krankheiten schon nah an der Ausrottung waren. In Ihrer Angst vor Bedeutungsverlust in der Corona-Pandemie haben Sie dieses Gift in weite Teile der Gesellschaft getragen. Da können Sie noch so viele Anträge stellen und aktuelle Stunden anberaumen. Wir werden Ihnen weiterhin lautstark und immer wieder aufs Neueste wissenschaftlich, fundiert und sachlich widersprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sagt die Kinder- und Jugendärztin Nezahat Barandari aus der SPD-Fraktion in dieser Debatte des Bundestages, wo es um Maßnahmen gegen Covid-19 geht, die die AfD gerne aufgehoben hätte, beispielsweise was Impfungen von Minderjährigen angeht. Der nächste Redner ist Georg Kippels und er kommt aus der Unionsfraktion. Kolleginnen und Kollegen, Unwahrheiten werden nicht durch ständiges Wiederholen zu Tatsachen. Das haben wir gerade eben sehr eindrücklich erlebt mit Hartnäckigkeit, Ignoranz, Desinformation, Verkürzungen von Zitaten werden Ängste geschürt, Befürchtungen hervorgerufen und sie dienen dem einzigen Zweck, die Bevölkerung gegen den Staat und seine Institutionen aufzubringen. Widmen wir uns aber aus besonderem Anlass. Jetzt zur Weihnachtszeit stehen die Kinder immer bei uns im besonderen Interesse und wir widmen ihnen viel Zuwendung und vor allen Dingen die Sorge um ihre Gesundheit. Und deshalb, wenn an diesem Nachmittag oder an diesem Mittag diese Debatte nur irgendeinen vernünftigen Sinn haben soll, kann man sie dazu nutzen, den Eltern die Hinweise geben, wo sie sich sachlich über die Fragestellung der Impfung ihrer Kinder informieren können. Gerade am gestrigen Tag hat die STIKO eine wiederum überarbeitete Impfempfehlung veröffentlicht vom 15.12., die letzte vom 7.12. Also man ist dort hart am Geschehen und bemüht sich, alle Veränderungen, Entwicklungen und Erkenntnisse einfließen zu lassen. Die wesentliche Unterscheidung bei der Impfempfehlung sind 4 Altersgruppen, zunächst von 6 Monaten bis 4 Jahren Kindesalter, 5 bis 11 Jahren und dann über 12 bis zur Volljährigkeit. Des Weiteren ist ein wesentliches Unterscheidungskriterium für die Impfentscheidung, ob es gesunde Kinder sind, Kinder mit Vorerkrankungen. Diese sind im Einzelnen in dieser Impfempfehlung mit 11 Unterpunkten erwähnt und beschrieben. Dann gibt es die Gruppe der Kinder mit Kontakten zu Risikopersonen. Und es geht natürlich auch entscheidend um die Frage der jeweiligen Auffrischungen, vor allen Dingen bei bereits durchlebter Infektion. Ebenso genau angewiesen und unterschieden wird die Frage der Dosis und insbesondere die Anwendung des speziellen Kinderimpfstoffs. Dieser ganze Prozess wird von Anfang an verantwortungsvoll durch RKI und PAI begleitet und es gibt eine ununterbrochene Anpassung dieser für die Eltern wichtigen Informationen. Und letztlich kann immer nur empfohlen werden, dass das Gespräch mit dem Arzt, dem Kinderarzt des Vertrauens gesucht wird, um die individuellen Bedürfnisse der Kinder zu erfahren. Das ist wissenschaftlich belegt. Das ist internationaler Konsens
Und das ist vor allen Dingen in der jetzigen Zeit bei der Überlagerung durch RSV und weitere Infektionserkrankungen, die sich verschoben haben, außerordentlich wichtig, um die richtige Entscheidung und vor allen Dingen auch die richtige Begleitung für die Eltern zu finden. Wir alle hier ringen seit über 2 Jahren mit den wichtigen Maßnahmen, aber es ist gerade auch zu Recht gesagt worden, die STIKO ist eine unabhängige Gruppe, eine unabhängige Institution, und der schenken wir Vertrauen, weil wir wissen, dass dort Fachkunde mit dem notwendigen Interesse am Schutz unserer Kinder gegeneinander abgewogen wird. Wir brauchen grundsätzlich, aber insbesondere hier und heute, keine Verunsicherung. Wir brauchen keinen verantwortungslosen Unsinn und wir brauchen keine Desinformation. Wir brauchen im Grunde genommen das, was tagtäglich hier aus dem Hause und aus dem Hause der RKI geschieht. Die Bemühungen um das Wohlbefinden unserer Kinder, und das ist mit einer verantwortungsvollen Impfung zu leisten. Deshalb, diese Botschaft vom heutigen Tage ist wahrscheinlich das einzig Nützliche als Reaktion auf diesen vollkommen verfehlten Antrag. Ich wünsche allen eine frohe Adventszeit und bleiben Sie bitte gesund. Vielen Dank. Georg Kippels war das aus der Unionsfraktion. Der Bundestag diskutiert 2 Anträge und einen Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zu Corona-Maßnahmen bzw. zu Nicht-Corona-Maßnahmen. Der nächste Redner ist Armin Grau aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen von den demokratischen Parteien. Es ist ungeheuerlich, wie hier in diesem Haus zum wiederholten Male von der AfD die Corona-Pandemie komplett umgedeutet wird. Nicht die Pandemie, nicht das Virus sei das Gefährliche, sondern die Maßnahmen dagegen. Das ist eine unsägliche Verkehrung der Wahrheit. Sie verkaufen die Menschen hier im Haus und draußen, die uns zuhören, allesamt für dumm. Wir haben es hier wieder einmal mit Anträgen der AfD zu tun, die zumindest in der Begründung deutlich machen, dass diese Partei nicht an einem seriösen und faktenbasierten Dialog interessiert ist. Noch immer sterben fast jeden Tag deutlich über 100 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Auch Minderjährige können schwer an der Krankheit erkranken und auch daran versterben. Und selbst Menschen und Kinder, die zum Glück von einem schweren Verlauf verschont geblieben sind, laufen Gefahr, später an Long-Covid zu leiden. Corona ist und bleibt gegen Ihre Einschätzung von der AfD eine wirklich gefährliche Erkrankung. Und sicherlich gilt es ständig zu evaluieren, welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt verhältnismäßig sind und notwendig sind zur Eindämmung der Pandemie. Hier muss man auch inhaltlich nicht immer derselben Meinung sein, aber dieser Diskurs muss sachlich geführt werden. Sie schwurbeln, dass die Maskenpflicht negative Auswirkungen auf die Volksgesundheit habe, und streuen gegen alle wissenschaftliche Evidenz Zweifel am Wert der Masken. Deren Wert ist aber in großen Studien eindeutig und ohne Zweifel belegt. Es gibt erhebliche Schutzwirkung durch Masken. Da gibt es wissenschaftliche Einigkeit. Und jetzt kann man zwar sagen, dass wer sich selber schützen will, der kann das ja tun, aber auch da gibt es ganz klare Zusammenhänge. Wenn ich mich selber mit einer Maske schütze, ist das gut. Aber wenn mein Gegenüber zusätzlich eine Maske trägt, ist das für die Übertragung des Virus natürlich noch viel besser. Es verstärkt die Schutzwirkung, die gerade für vulnerable Gruppen so wichtig ist. Und es ist auf langen Zugreisen sehr entscheidend, wo man ohne großen Abstand zusammensitzt. Solidarität ist eben der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält. Das ist etwas, was Sie von der AfD nie verstanden haben. Wir sitzen eben alle im selben Boot oder hier besser im Zug. Ich weiß nicht, ob Sie gestern in der Debatte mitbekommen haben, wie es um die Versorgung der Kinder bei uns steht. Jetzt ist es so wichtig, dass sich zu den RS- und Influenza-Viruserkrankungen nicht auch noch eine erhöhte Zahl an Corona-Erkrankungen dazugesellt. Wir müssen unsere Kinder und andere vulnerable Gruppen vor weiteren Ansteckungen dringend schützen. Daher ist es klug, dass wir jetzt über den Winter die Schutzmaßnahmen, zum Beispiel die
Maskenpflicht im Fernverkehr beibehalten. Natürlich werden wir das Pandemiegeschehen weiter genauestens beobachten und evaluieren, wann auf welche Maßnahmen dann verzichtet werden kann oder eben auch nicht. Grundlage dafür ist aber eine auf wissenschaftlicher Evidenz basierende Debatte, die sich anders als die Falschbehauptungen und die Hetze der AfD um Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit bemüht. Ich wünsche Ihnen allen schöne Weihnachten und dann auch einen guten Start im neuen Jahr. Ja, soweit Armin Krau von den Bündnisgrünen über das Thema Covid-19-Impfungen, Atemschutzmaskenpflicht. Es folgt jetzt als nächste Rednerin Katrin Vogler von der Linken, gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Geschätzte KollegInnen, die allgemeine Fake-Partei Deutschlands, kurz AfD, verlangt heute allen Ernstes, dass der Bundestag per Beschluss die Impfung von Minderjährigen gegen das SARS-CoV-2-Virus aussetzen soll. Ich will Ihnen mal was erklären. In Deutschland ist es zum Glück nicht so, dass Juristen und Kaufleute, von denen es speziell in Ihrer Fraktion viel zu viele gibt für meinen Geschmack, nach politischen Vorstellungen darüber entscheiden, welche Impfungen für welche Personengruppen empfohlen werden, sondern das tun bei uns Medizinerinnen und Mediziner auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und die Linke streitet dafür, dass das so bleibt. Und natürlich berufen Sie sich bei Ihren Forderungen auch immer wieder auf Studien. Aber jedes Mal, wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, da ist irgendwas schräg. Also ich zitiere jetzt mal den Kardiologen Dr. Daniel Messrollier, da können Sie ruhig zuhören, Herr Baumann, vom Deutschen Herzzentrum, der genau an dieser Studie mitwirkt, deren Ergebnisse Sie abwarten wollen, bevor Kinder und Jugendliche wieder Zugang zu Impfstoffen bekommen dürfen, nach Ihrer Auffassung. Er sagt, mit unserer Kooperation mit dem Paul-Ehrlich-Institut wollen wir einen Beitrag zur umfassenden Erforschung der Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen gegen eine Corona-Infektion leisten, aber damit keinesfalls den Nutzen dieser Impfung in Frage stellen. Denn es darf längst als absolut gesichert gelten, dass die mit einer Covid-19-Erkrankung verbundenen Gefahren bei weitem die Risiken einer Impfung überwiegen, auch bei Kindern über 12 Jahren und bei Jugendlichen. Und für die nicht ganz so schnellen Denkerinnen wiederhole ich das nochmal. Die mit einer Covid-19-Erkrankung verbundenen Gefahren überwiegen bei weitem die Risiken einer Impfung, auch bei Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren. So, und ausgerechnet die AfD, die sonst immer den Elternwillen betont und sich gegen staatliche Einmischung in die Familien verwahrt, will Eltern nun ein Instrument aus der Hand nehmen zum Schutz ihrer Kinder, rein aus politischem Kalkül und nicht aus Sorge um das Kindeswohl. Spüren Sie sich eigentlich noch? Und dann nochmal zum Thema Masken. Also ich wäre ja sehr für eine sofortige Aufhebung der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln, wenn das sinnvoll wäre. Aber ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, dass gerade eine wahre Infektionswelle durch das Land läuft und es in vielen Apotheken nicht einmal mehr Fiebersenker oder Hustensäfte gibt. Betroffen sind diesmal ganz besonders die Kinder, die in der Corona-Pandemie alle Präventionsmaßnahmen mitmachen mussten, um uns Erwachsene zu schützen. Also ich finde es nur fair, wenn wir das jetzt mal andersrum machen. Die Kinder und ihre Familien waren in den letzten 3 Jahren die größten Verlierer der Krise. Die Politik hat es versäumt, die Schulen und Kitas zu sicheren Orten zu machen, die sie eigentlich sein sollten, mit Luftfiltern, kleineren Lerngruppen und allem, was nötig wäre. Da ist viel wieder gut zu machen. Aber Ihre Anträge leisten dazu gar keinen sinnvollen Beitrag. Das Wort erhält Christine Aschenberg-Dugnus für die FDP-Fraktion. Ja, Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP. Jetzt folgt auf Katrin Vogler, der gesundheitspolitischen Sprecherin der linken Fraktion. Christine Aschenberg-Dugnus ist parlamentarische Geschäftsführerin in ihrer Fraktion. Covid-19-Impfung bei Minderjährigen aussetzen, versuche ich es jetzt mal im Gegensatz zur antragstellenden Fraktion mit belegbaren Fakten. Seit gut 2 Jahren steht uns der Corona-Impfstoff in Deutschland zur Verfügung. Und diesen Blick nach hinten müssen wir uns noch mal gestatten. Am Anfang hatten wir zu wenig Impfstoffe und es musste eine Priorisierung vorgenommen werden. Die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, der Deutsche Ethikrat und die Nationale Akademie der Wissenschaft Leopoldina haben seinerzeit ein Positionspapier für eine solche
Priorisierung vorgelegt. Darauf aufbauend wurde dann eine Impfstrategie entwickelt, die eben eine Priorisierung für bestimmte Gruppen an Menschen, vulnerablen Gruppen vorsah. Inzwischen haben wir Gott sei Dank, und da können wir doch sehr froh drüber sein, keine Impfstoffknappheit mehr in Deutschland. Ganz im Gegenteil, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind kann sich beim Arzt oder der Ärztin seines Vertrauens eine Impfung mit unterschiedlichen Impfstoffen abholen. Und das ist doch etwas, worüber wir froh sein müssen, meine Damen und Herren. Und was mir ganz besonders in diesem Zusammenhang wichtig ist, wir als FDP-Bundestagsfraktion haben auch zu Oppositionszeiten immer auf die Einschätzung der Ständigen Impfkommission Bezug genommen. Denn die unabhängige Ständige Impfkommission orientiert sich an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin, meine Damen und Herren. Etwas, was in diesem Antrag leider überhaupt nicht vorkommt. Sie ist es auch, die aus diesen evidenzbasierten Erkenntnissen Impfempfehlungen entwickelt. Impfempfehlungen. Und diese Impfempfehlung gab es lange Zeit nicht für die minderjährige Bevölkerung. Aber im November 2021 wurde dann endlich der Corona-Impfstoff für die 5- bis 11-Jährigen in Europa zugelassen. Und ein Jahr später, im November 22, also diesen Jahres, wurde nun auch von der STIKO eine Impfempfehlung für kleinere Kinder ab einem Alter von 6 Monaten ausgesprochen. Das war und ist eine wunderbare Nachricht für alle Familien mit Kindern hier in Deutschland, meine Damen und Herren. Und darauf sind wir auch stolz. Für die Gruppe der 5- bis 11-Jährigen empfiehlt die STIKO zunächst eine Corona-Schutzimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, um eine gute Basisimmunität aufzubauen. Bei Kindern mit bestimmten Vorerkrankungen oder auch einem Immundefizit empfiehlt die STIKO 2 Impfungen sowie 2 Auffrischungsimpfungen. Kinder ohne Vorerkrankungen, die aber Kontakt zu vulnerablen Gruppen haben, sollten ebenfalls 2 Impfungen für eine Grundimmunisierung erhalten. Für kleinere vorerkrankte Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahren empfiehlt die STIKO eine Grundimmunisierung mit 3 Impfdosen. Warum erzähle ich Ihnen das, meine Damen und Herren? Das ist eine differenzierte Impfempfehlung, an denen sich die Eltern orientieren können, gemeinsam mit ihrem Kinderarzt oder Kinderärztin. Und da brauchen wir solche schwachsinnigen Anträge nicht, denn die Eltern wissen sehr gut, wie es um die Gesundheit ihrer Kinder steht und wo sie diese Empfehlungen abholen können. Das sind die Fakten. Und jetzt kommen Sie mit so einem Antrag, wo Sie eine Impfmöglichkeit aussetzen wollen. Das ist doch unglaublich, meine Damen und Herren. Diese Entscheidung treffen Eltern mit ihren Kindern, also nicht mit ihren Kindern, aber für ihre Kinder gemeinsam. So ist es richtig. So habe ich es auch immer mit unserer Tochter gemacht, die gegen alles geimpft ist, was es gab, zum Beispiel auch gegen HPV-Impfung. So ist es der richtige Weg. Ich persönlich habe es auch so gemacht. Ich bin doppelt geimpft, ich bin doppelt geboostert. Das war meine Entscheidung, und dazu braucht es nur einen guten Arzt, der einen darüber eben auch aufklärt. Meine Damen und Herren, wir wollen diese Entscheidung den Sorgeberechtigten überlassen und nicht der Politik. Und deswegen ist dieser Antrag auch, naja, ich will jetzt mal höflich sein, nicht weiterführend. Meine Damen und Herren, er trägt zumindest in keiner Weise den wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung. Ich bin froh, dass die Wissenschaft Impfstoffe auf den Markt gebracht hat, die allen Menschen zur Verfügung stehen. Ich bin froh, dass die Impfentscheidungen für Kinder von den Eltern getroffen werden und von niemandem anderen. Und ich bin froh, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich nicht von abwegigen Fake News orientieren und irritieren lässt, meine Damen und Herren. Meine Hoffnung, dass sich evidenzbasierte Erkenntnisse, unter anderem von der Ständigen Impfkommission, auch bei Ihnen durchsetzen, geht leider gen Null. Aber es ist Weihnachten, und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Vielleicht bringt das Christkind ja auch bei Ihnen mal etwas Erleuchtung. Vielen Dank. Soweit Christine Aschenberg-Dugnus mit dem Hinweis, dass ja die Covid-Impfungen bei Minderjährigen eine Empfehlung ist der STIKO, der Ständigen Impfkommission, die man ja schlecht aussetzen kann. Jetzt vielleicht eine gegenteilige Erläuterung von Fabian Jacobi von der AfD. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Maskenzwang wackelt und fällt. Bayern und Sachsen-Anhalt sind vorangegangen, Schleswig-Holstein folgt. Gut so.
Für Fernzüge hat der Gesetzgeber den Maskenzwang ins Gesetz geschrieben. Die Ankündigung des Ministers Buschmann, alle Maßnahmen endeten im April 2022, war wertlos. Der Bundestag hat mit den Stimmen der FDP die Maskenregelung verlängert. Das war falsch. Die Fortsetzung des Maskenzwangs in Zügen trotz Abschaffung in Flugzeugen legt die Willkür der Maßnahmen offen. Der Sachverständigenausschuss kam im Juni schon zu dem Ergebnis, dass ein Nutzen der Maskerade unter Realbedingungen nicht belegt sei. Damit ist ihre Fortführung nicht zu rechtfertigen. Zum Glück gibt es einen Ausweg. Die Bundesregierung kann die Maskenpflicht in Fernzügen sofort aussetzen, ohne erst das Gesetz zu ändern. Herr Lindner hat getwittert, er hoffe, dass der bayerische Entschluss bundesweit Schule macht. Bitte schön, Herr Lindner, hier ist Ihre Chance. Nach der Ankündigung Ihres Vorsitzenden erwarte ich die Zustimmung der FDP-Fraktion zu unserem Antrag. Vielen Dank. Fabian Jacobi von der AfD mit der Erläuterung, die Maskenpflicht in Fernverkehrszügen auszusetzen. Das war ein Redebeitrag von einer Minute. Auch das gibt es im Bundestag. Das ist keine Willkür, sondern das ist abgemacht im Ältestenrat je nach der Stärke der Fraktion. Nächster Redner, er darf 5 Minuten reden, Herbert Wollmann von der SPD. Gesundheitsausschuss ist er Mitglied und er ist vom Beruf Allgemeinarzt. Ich frage mich erneut an einem Freitagnachmittag, wie oft sollen wir uns noch mit den querdenkenden Anträgen der AfD hier herumschlagen? Und immer wieder das Gleiche. Mit pseudowissenschaftlichen Zitaten unklarer Quellen, das muss man so sagen, werden seitens der AfD Unwahrheiten in die Welt gesetzt, nur um die Bevölkerung zu verunsichern und sich hier in Szene zu setzen. Denken Sie an die Anhörungen in Bezug auf Corona. Immer wieder wird dieser ominöse Herr Lausen seitens der AfD für abstruse Stellungnahmen herangezogen. Ein Mann, der aus der Querdenker-Szene stammt. Er nennt sich Datenanalyst. Ich sage bewusst, er ist ein Datenverfälscher. Auf keinem medizinischen Kongress dürften solche Pseudosachverständigen mehr als einmal ihre Show abziehen. Es ist in den Ausschüssen zwar üblich, Anhörungen grundsätzlich zuzustimmen, aber ich denke, es wird Zeit, von dieser Vorgehensweise irgendwann mal abzurücken. Es kann nicht sein, dass wir als Gesundheitspolitiker ständig so viel Zeit mit überflüssigen Anhörungen und Anträgen der AfD verbringen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir querdenkenden Leuten hier nicht unbedingt eine Plattform bieten müssen. Von Anfang an hat die AfD die Covid-Impfungen verteufelt und die Corona-Maßnahmen abgelehnt. Dabei zeichnet sich immer mehr ab, dass Deutschland die Corona-Pandemie besser bewältigt hat als fast alle anderen Länder auf dieser Welt. Aber das will die AfD nicht wahrhaben. Dass die großen Impferfolge in der allgemeinen Bevölkerung, aber auch in einigen Fachkreisen leider oft in Frage gestellt werden, ist im Prinzip nichts Neues. Das hat vor 300-400 Jahren mit der Pockenimpfung angefangen, ging weiter mit der Diphtherie und hat die Masern erreicht und mittlerweile leider auch die Querdenker der Gegenwart. Immer gab es Gegnerschaft, immer setzte sich am Ende der Nutzen der Impfungen durch. Immer. Wie kommt diese in einigen Kreisen verbreitete Ablehnung zustande? Auf der einen Seite liegt es daran, dass gerade wegen des Impferfolges viele Erkrankungen den Menschen unbekannt geworden sind und deshalb die Notwendigkeit eines Impfschutzes leider nicht mehr eingesehen wird. Bei der AfD hat die Ablehnung aber ganz andere Gründe oder weiterreichende Gründe. Man kennt zwar die Erkrankung Covid-19, aber man will die Ernsthaftigkeit der Covid-19-Erkrankung seitens der AfD einfach nicht anerkennen. Wegen ihrer grundlegenden Fehleinschätzung auf die Schwere der Covid-Erkrankung stellt die AfD sämtliche Maßnahmen in Bezug auf Corona-Strategien infrage. Und da die Impfung in der Überwindung der Corona-Pandemie eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat und noch spielt, werden von der AfD logischerweise auch die Impfungen als unnütz angesehen. Das könnte man ja noch hinnehmen. Aber das perfide am Vorgehen der AfD ist die immer wiederkehrende Behauptung, die Impfungen seien nicht nur lustlos, sondern auch schädlich. Und das wird behauptet, ohne irgendwelche Tatsachen beizubringen. Gehen wir doch nun mal von dem Hohen Haus hier aus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass von uns 80% Covid mehrfach geimpft sind. Würden die Behauptungen der AfD in Bezug auf die Gefährlichkeit der Impfung stimmen, so wären wir andauernd beschlussunfähig. Was den Vorteil hätte, dass wir Verbliebenen
schon auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub wären. Nun schlägt die AfD ein neues Kapitel auf und versucht, sich in Kinder- und Jugendmedizin zu profilieren. Auch das ist zum Scheitern verurteilt, weil es wie immer unsachlich ist. Meine Kollegin, Frau Baradarin, ist Kinderärztin und hat viel kompetenter als ich die Sachlage der Kinder- und Jugendmedizin dargelegt und auch sehr viel kompetenter als Sie, Frau Kollegin oder Dr. Baum. Es gibt derzeit keinen einzigen Grund, von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission abzuweichen. Ich warne dringend davor, und leider ist es schon geschehen, vor einigen Wochen oder Monaten, ich warne dringend davor, dass vom Bundestag direkt auf die Ständige Impfkommission eingewirkt wird. Statt Impfungen zu verteufeln, müssen wir alles daran setzen, der zunehmenden Impfmüdigkeit entgegenzuwirken. Die Anträge der AfD schaden der Gesundheit. Sie sind daher abzulehnen. Danke. Soweit Herbert Bollmann von der SPD, der die Gesetzesinitiativen und die Anträge der AfD hier in Zweifel zieht und sie ablehnt. Emmy Zöllner von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist die nächste Rednerin. Und mal wieder hat die AfD auch gefordert, dass wir doch in Bezug auf die Impfungen ein unabhängiges Expertengremium bräuchten, die das so richtig gut bewerten könnten. Und jetzt würde ich mir sagen, ja, dieses unabhängige Expertengremium, wer sollte da dann eigentlich drin sitzen? Also zum Beispiel natürlich am besten medizinisch vorgebildet, jemand mit jahrelanger Praxiserfahrung, am besten noch aktiv im Beruf stehend, also immer wieder aktuell mit der Praxis auch zu tun haben, jemand und Leute, die ein Standing haben in der Gesellschaft, aber auch natürlich in der Wissenschaft unter den Kollegen, die unabhängig sind, am besten die auch ehrenamtlich tätig sind, also die nicht bezahlt werden für das, was sie tun, die keine finanziellen Interessen haben, diese auf jeden Fall offenlegen müssen, die renommiert sind, selbstbewusst genug sind, eben auch Parteien und Ministern gegen Widerrede zu halten. Und jetzt kommt die Überraschung, dieses Gremium, das haben wir in unserem Land. Das nennt sich Ständige Impfkommission. Und deshalb gilt es heute auch in der letzten Sitzung des Deutschen Bundestags wirklich einen herzlichen Dank zu sagen. Denn dort sitzen Menschen drin, die jetzt über Jahre wirklich auch schwere Debatten geführt haben, die wahrscheinlich gar nicht so richtig in die Öffentlichkeit wollten, sondern die das gemacht haben aus einer inneren Motivation heraus, weil sie gewusst haben, es braucht eben mehr als eben einen Einsatz von vielleicht 8 Uhr bis um 16 Uhr, sondern ich muss danach noch arbeiten für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Und ich bin auch bereit, mich öffentlich zu Dingen zu bekennen und eben in die Auseinandersetzung zu gehen. Und deshalb muss wirklich der große Dank an die Verantwortlichen, an die ehrenamtlich Tätigen in der Ständigen Impfkommission auch gehen. Und eine Entscheidung, ob ein Kind geimpft werden soll oder nicht, das sollte in die Verantwortung der Eltern zusammen mit den Medizinern, mit den Kinderärzten gelegt werden. Und deswegen ist es auch nicht in Ordnung und nicht korrekt, dass jetzt die AfD versucht, das auszuhebeln und in ihrem Antrag sozusagen diese Entscheidung wegnimmt. Die Entscheidung, was passieren soll, das sollte in einem geschützten Raum im Rahmen Kinderarzt, Eltern, Kind getroffen werden und nirgendwo sonst. Und deshalb ist das ein Entschuldigung, Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Ja, natürlich. Vielen Dank. Ist Ihnen bekannt, dass Eltern bzw. einem Elternteil, dem verantwortlichen Elternteil, ein Kind weggenommen wurde, weil die Mutter das nicht wollte, dass das Kind geimpft wurde? Und es wurde vom Jugendamt der Mutter weggenommen. Ist Ihnen das bekannt? Weil Sie sagen, die Eltern sollen die Verantwortung übernehmen. Es ist leider nicht so. Es ist leider nicht so. Also mir ist so ein Fall nicht bekannt, dass aufgrund, dass das Jugendamt eingeschritten ist, weil eine Mutter oder mit dem Kind zusammen sozusagen zu unterschiedlichen Entscheidung gekommen. Mir ist dieser, so ein Fall ist mir nicht bekannt, tatsächlich nicht. Also ich kenne so einen Fall nicht, sondern ich kenne ganz viele Kinderärzte, ganz viele Familien, die das miteinander abgewogen haben, entschieden haben. Und es macht sich auch keine Mutter, so ist es mir, erlebe ich das in der Praxis, kein Elternteil macht sich das leicht, eine Entscheidung in dem Bereich zu treffen, sondern da wird sich informiert, da wird sich abgesprochen. Und mir ist dieser Fall, wie Sie ihn schildern, nicht bekannt.
Die Bitte wäre aber, um heute auch noch mal einen Ausblick ins nächste Jahr zu bringen. Wir können uns natürlich davon auch nicht einschüchtern lassen oder irgendwie Sorge davor haben, uns mit dem Thema Corona noch mal zu beschäftigen. Mein Anliegen wäre nämlich eine Enquete-Kommission, die wir miteinander einrichten müssten. Dafür würde ich sehr werben, denn die Frage, was haben wir aus Corona gelernt? Welche Konsequenzen hat es für die Versorgung im ambulanten Bereich? Beispielsweise, dass man eben nicht einfach ein Antibiotika verschreibt, sondern vorher testet über ein Antibiogramm, welches Antibiotika ist sinnvoll? Oder wie gehen wir eben im Bereich der Kinder, Kitas und so weiter um? Was machen wir in den Altenpflegeheimen? Das sind alle Dinge, da würde ich mir einen Rahmen wünschen und würde sehr um Unterstützung werben, dass wir da uns in einer Enquete-Kommission für die Zukunft auch miteinander austauschen. Denn wir müssen die Lehren aus Corona definitiv ziehen und können nicht zulassen, dass dann immer mal wieder tröpfchenweise eine neue Erkenntnis kommt, sondern ich würde mir sehr wünschen, wir bündeln diese Erkenntnisse, dass wir dann auch gut und selbstbewusst entscheiden können für die nächsten Jahre, falls wieder so eine Situation auftreten sollte. Vielen Dank. Die voraussichtlich vorletzte Rednerin in der laufenden Debatte auf Antrag der AfD, Covid-19-Impfungen und Atemschutzmaskenpflicht betreffen bzw. abschaffen, ist jetzt Linda Heidmann von den Bündnisgrünen. Frau Präsidentin, liebe KollegInnen der demokratischen Fraktionen und liebe AfD-Fraktion, ich habe mir Ihren Antrag angeguckt und durchgelesen und ehrlich gesagt hatte ich im Zuge dessen ein Déjà-vu der ungefähr 30 letzten Sitzungen des Gesundheitsausschusses. Regelmäßig zitieren Sie einzelne Studien aus der medizinischen Forschung. Sie picken sich Einzelaspekte heraus, bringen Ihre eigene Interpretation hinein und versuchen das Ganze dann zu skandalisieren. Der parlamentarische Staatssekretär hat vorletzte Sitzung es ziemlich gut auf den Punkt getroffen, als er sagte, eine einzelne Studie bringt uns in der Medizin selten echte Erkenntnisse. Man braucht mehrere, die man miteinander in Beziehung setzt und erst dann kommt man in der Forschung wirklich weiter. Aber mehrere Dinge wirklich sinnvoll miteinander in Beziehung zu setzen, das ist von Ihnen offenbar zu viel verlangt. Und was die medizinische Forschung angeht, auch Frau Baradari hat es schon betont, es ist einfach nicht unsere Aufgabe als Politik, Nebenwirkungen von Impfstoffen oder Medikamenten zu erforschen. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe als Politik, über deren Zulassung oder Empfehlung zu entscheiden. Und darüber, dass das nicht unsere Aufgabe als Politik ist, darüber bin ich offen gestanden auch sehr froh. Aber es ist unsere Aufgabe als Politik, den Gesundheitszustand unserer Bevölkerung gut im Auge zu behalten und entsprechend darüber zu entscheiden, welche erforschten und zugelassenen Medikamente und Therapien möglicherweise Sinn machen und wo man vielleicht auch noch mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken sollte, um wirklich zu guten Ergebnissen zu kommen. Und deshalb haben wir auch Geld hier noch mal speziell in die Forschung, auch für Therapien gegen Long-Covid gesteckt im letzten Haushalt. Und das finde ich noch mal einen sehr wichtigen Aspekt in dieser Debatte. Denn was wir wirklich nachgewiesenerweise wissen, ist, dass die Impfung das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, nachgewiesenermaßen senkt. Aber wir stehen hier in der Forschung, was die Behandlung dieses Erkrankungsbildes und auch die Diagnostik angeht, leider noch am Anfang. Und da müssen wir noch viel besser werden. Aber ja, es ist ein Problem. Die Techniker Krankenkasse hat ihre Zahlen 2020 und 2021 ausgewertet. Und 1% ihrer Versicherten waren mit der Diagnose Long-Covid ausgefallen in diesem Zeitraum, und zwar im Schnitt für 83 Tage. Ich finde, das muss uns wirklich zeigen, wir müssen hier mehr forschen, wie wir dieser Krankheit wirksam begegnen. Und wir müssen hier die Versorgung wirklich dringend gut verbessern für die Betroffenen. Deshalb hören Sie bitte mit Ihrem billigen Populismus auf und arbeiten Sie mit uns gemeinsam konstruktiv daran, Wege zu finden, wie wir die Versorgung und die Forschung in diesem Bereich von Long-Covid wirklich voranbringen, um hier sinnvoll etwas zu bewegen. Vielen Dank.
Soweit Linda Heidmann von den Bündnisgrünen. Anschließend erhält das Wort Erwin Rüttel. Sie ist im Gesundheitsausschuss Mitglied und jetzt, wie es aussieht, letzter Redner aus der CDU-CSU-Fraktion, aber der letzte Redner der gesamten Debatte, Erwin Rüttel. Auch er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Den Antrag der AfD-Fraktion halte ich nicht für zielführend. Wir haben in einigen Reden sehr deutlich vernommen, wie differenziert die STIKO hier Empfehlungen gibt. Und wir sollten froh und stolz sein, dass wir eine unabhängige STIKO haben, die wissenschaftlich basiert diese Empfehlungen den Eltern gibt. Für immungesunde Kinder ohne Vorerkrankungen wird keine Impfung empfohlen, weil schwere Verläufe eher selten sind. Und schließlich rät die STIKO mit Blick auf den Schutz von Angehörigen und weiteren Kontaktpersonen für alle Kinder unter 12 Jahren, die Eltern entscheiden zu lassen, ob geimpft werden soll oder nicht. Meine Damen und Herren, ich weiß wirklich nicht, was es an diesen Empfehlungen auszusetzen gibt. Es wird hier kein Zwang ausgeübt. Es handelt sich stets um eine freie Entscheidung der Eltern, beraten durch Kinderärzte und Ärzte, orientiert an der unabhängigen Entscheidung der STIKO. Es geht hier um den Gesundheitsschutz für vulnerable Gruppen und als positiven Nebeneffekt werden die Kliniken, die derzeit bekanntlich unter Druck sind, entlastet. Und falls im vorliegenden Antrag Misstrauen gegenüber Impfungen mitschwingen sollte, kann ich nur feststellen, dass Impfschutz der beste Schutz, anerkannte Schutz gegen Infektionskrankheiten ist, den wir haben. Impfungen gehören zu den effektivsten Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Infektionskrankheiten. Nicht zuletzt den zur Verfügung stehenden Impfstoffen haben wir es zu verdanken, dass wir heute in einer ganz anderen Situation sind als noch vor 2 Jahren, als es diesen Impfstoff nicht gab und wir über das Impfen den Weg zurück in die Normalität gefunden haben. Ein paar Worte noch zum Tragen von Masken. Maßnahmen zum Tragen von Masken im Gesundheitsbereich sollten wir diskutieren und im Einzelfall bewerten. Ansonsten würde ich mir wünschen, die restlichen Maßnahmen wie eine Maskenpflicht in Bahn oder ÖPNV abzubauen. Jedem steht dabei frei, und wir sehen das auch hier im Plenum, persönlich sich für das Tragen einer Maske zu entscheiden. Die Erfahrungen anderer Länder zeigen uns aber auch, dass mit Maskenverzicht kein signifikanter Anstieg an Infektionen verbunden ist. Genauso wie Menschen im Fall einer Erkrankung zu Hause bleiben sollten, auch unabhängig von Corona, das sollte selbstverständlich sein und nicht gesetzgeberisch geregelt. Wir müssen als Gesellschaft wieder den Weg zurück zu mehr Eigenverantwortung finden und nicht immer darauf drängen, dass jedes Detail unseres Lebens durch staatliche Vorgaben geregelt werden soll. Vielen Dank. Ja, soweit Erwin Rüttel, letzter Redner zur Debatte über Covid-19-Impfungen und Atemschutzmaskenpflicht. Jetzt wird über einen Gesetzesantrag und 2 Anträge der AfD befunden. An die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen. Zusatzpunkt 14. Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/4893. Die Fraktion der AfD wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Überweisung. Können Sie noch kurz zuhören, weil wir gerade abstimmen? Wünschen Überweisung und zwar federführend an den Ausschuss für Gesundheit und mitberatend an den Rechtsausschuss sowie an den Verkehrsausschuss. Hier geht es um die Aussetzung der Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske im öffentlichen Personenfernverkehr. Wer stimmt für die beantragte Überweisung? Das sind alle Fraktionen außer die AfD. Wer ist dagegen? Damit wird dieser Antrag der AfD zum Personenfernverkehr in den zuständigen Ausschuss überwiesen. Wir stimmen heute über den Antrag auf Drucksache 19/4893 nicht in der Sache ab.